Gomoje, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ni no Kuni 2. So, wir müssen jetzt mit Sextinius in Goldorado reden und ihn um die Unterzeichnung von Evans Abkommen bitten. Ich wollte gar nicht in den Regierungsmodus. Verflixt. Ja, ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Unser letztes Zusammentreffen war ja nicht ganz so mega geil, hätte ich mal fast gesagt. Obwohl, er war ja jetzt nicht wirklich sauer auf uns. Eigentlich ja gar nicht so unbedingt. Ich meine, er hat mit uns aufgedeckt, dass er hintergangen wurde und manipuliert wurde. Von daher war jetzt das Zusammentreffen gar nicht so extrem negativ. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil für uns. Gucken wir mal, was er jetzt zu dieser Sache zu sagen hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Oberstes Orakel Sextinius, es freut mich, euch wiederzusehen. Greetings. Dir scheint es auch sehr gut ergangen zu sein. Wir haben mit den Informationen zu Hamna, die wir von euch erhielten, jeden seiner Schritte verfolgt. Doch es ist ein mühseliges Unterfangen. Seinetwegen. Nein, es ist meine Schuld, dass er Foulons Wächterband stehlen konnte. Oh. Auch wenn ich nicht aus freiem Willen handelte, so sind doch die Dinge, die ich tat, unverzeihlich. Ich wollte das Leben der Bevölkerung dieses Landes bereichern. Ich war als Kind sehr arm und habe sehr schmerzhafte Erinnerungen daran. In Goldorado leben immer noch viele Bewohner in Armut. Diesen Leuten wollte ich nicht die gleichen Erfahrungen zumuten, die ich habe machen müssen. Vielleicht war ich zu ungeduldig. Diese Schwäche in meinem Herzen hat sich Hamna zunutze gemacht. Der eigentliche Zweck des großen Kubikus sollte also sein, die arme Bevölkerung zu retten? Ich wurde auf sehr effektive Weise manipuliert, nicht wahr? Oh, aber ich will euch nicht langweilen. Was verschafft mir heute die Ehre eures Besuchs? Wir möchten euch den Vorschlag unterbreiten, ein Bündnis mit unserem Land zu schließen. Genauer gesagt, möchten wir mit allen Ländern dieser Welt ein Bündnis eingehen. Um Foulons Wächterband zurückzuholen und vor allem diese Weltfrau Hamna zu schützen, bitte ich euch, Aldavans Abkommen zu unterzeichnen. Goodness! Ein Bündnisabkommen mit allen Ländern dieser Welt? Ich glaube ja nicht, dass das möglich ist. Aber ich habe keine Einwände. Goldorado steht tief in eurer Schuld. Oh my! Das heißt... Indeed! Ganz recht. Über das Bündnis zwischen deinem Land und Goldorado soll der große Kubikus entscheiden. Alles beim Alten. Der große Kubikus hat immer noch die Würfel in der Hand. Selbstverständlich. Alle wichtigen Entscheidungen in diesem Land werden vom großen Kubikus getroffen. Das habt ihr doch nicht vergessen? Das nicht, aber... Oje... Lady Luck, we ask you to guide us in the matter of this union. An odd number will show us that you deem it wise. Es tut mir leid, der große Kubikus hat gegen euer Abkommen entschieden. Aber... Diesmal hatten wir das Glück wohl nicht auf unserer Seite. Allerdings habe ich bei der Sache auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wie jetzt? Ich glaube, wir sollten Aldavans Abkommen zustimmen. You honor me. In Zeiten, in denen die Welt sich großer Gefahren gegenüber sieht, ist es unabdinglich, dass sich alle Länder gegenseitig unterstützen. Nun denn, ich erwarte euch alsbald im Orakulum. Thank you. Vielen Dank, Sextinius. Na. Ja, Sextinius haben wir uns anscheinend echt, zum Freund gemacht. Bei dem haben wir einen Stein im Brett. Gucken wir mal, was er jetzt noch mit uns abklären möchte.
Nun also zu Aldavans Abkommen. Bist du bereit, den Eid abzulegen? Jawohl. Dann lass uns beginnen. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. Werdet ihr jetzt in andere Länder reisen, um das Abkommen abzuschließen? Genau das haben wir vor. Dann geht am besten erstmal nach Quastenfloss. Es liegt nicht fern von hier, doch ihr müsst dazu das Meer überqueren. Können wir nicht Magie benutzen und einfach dorthin fliegen? Oh, du bist ja ein Scherzbold. Angenommen, eine solche Magie existiere, so würde sie dennoch nicht bis Quastenfloss genügen. Auch für unsere Schwalbatrosse ist das zu weit. Es braucht eine ordentliche Brise, um sicher mit denen zu fliegen. Dann bleibt uns wohl nichts übrig, als ein Schiff aufzutreiben. Indeed. Ist euch das Städtchen Hafenna im Süden Goldorados bekannt? Dort gibt es sehr talentierte Schiffszimmerleute. Ich werde sie über euer Kommen informieren. Also gehen wir erstmal nach Hafenna und suchen uns einen Schiffszimmerer. Yeah. Und sobald wir ein Schiff haben, geht's nach Quastenfloss. Well now. Aye, es gibt sicher eine Menge zu tun. Thank you. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde Aldavans Abkommen zum Erfolg führen, das verspreche ich. Ich freue mich auf den Tag, an dem deine Anstrengungen Früchte tragen werden, König Evan. Oh, damit haben wir schon meinen ersten Verbündeten, okay, Quastenfloss. And so Evan and his friends unfurled the Declaration of Interdependence, the banner under which they would try to unite the world. Their first ally found, they set out to secure another. The maritime realm of Hydropolis. The Declaration of Interdependence, eh? Very impressive. Yes. I have Roland to thank for that, and Bodley, of course. Don't forget your own role in all this. Pugnacious signed the agreement because of you, because he trusts you. I suppose so. By the way, are there any girls you like? What? Where did that come from? Oh, I was just interested. I like everyone, all of my subjects. Well, it's good to have someone you can trust, that's all. Someone you can be completely honest with, no matter what. Just something to bear in mind. See you soon. Goodbye. So, wir speichern mal. Also, Hydropolis klingt viel cooler als Quastenfloss, oder? Warum auch immer ich wieder einen überspeichere, ich habe keine Ahnung, warum ich das mache. Es ist irgendwie einfach so ein Tick von mir. Oh.
brine skimmer of Hydropolis. Chapter 5: The Sea Queen's Curse. Das Auge der Königin. Laut der Karte liegt Herr Fenner südlich von Goldorado. Oi. Sextinius meinte, wir sollten uns an Hannes, den Leiter der Schiffszimmerer, wenden. Wir könnten wirklich die Unterstützung eines fähigen Handwerkers gebrauchen. So ist es. Schließlich muss er uns ein großes Schiff bauen können. Ich bin ja mal gespannt. So. Als nächstes möchte sich Hamna, also die Leiterin von Quastenfloss, vornehmen. Es könnte uns in die Karten spielen, aber gut ist es natürlich nicht. Goldorado und Minneapolis jetzt Alliierte. Es gibt fantastische Neuigkeiten. Goldorado, das Land der Casinos und schlaflosen Nächte, hat soeben mit Minneapolis einen Vertrag namens Aldabans Abkommen unterzeichnet. Wie haben die Minapoliten das nur angestellt? Womit werden sie uns als nächstes überraschen? Was? Alliierte? Boxer schreibt latente Fertigkeiten. Der Besitzer der Schießbude hat mir erklärt, dass in manchen Ausrüstungsgegenständen sogenannte latente Fertigkeiten schlummern. Sie werden als ... angezeigt. Nur ein richtig guter Schmied kann diese Fertigkeiten erwecken. Hoffentlich werde ich auch irgendwann mal so gut. Oh. Und das Geheimnis ihres Erfolges 4. Mendel Single 33. Oh Gott. Neue Strategie. Diesmal habe ich Olivia aufgesucht, bei der kein Geringer als König Evan höchst selbst die Schulbank gedrückt hat. Auf die Frage nach dem Geheimnis seines Erfolges erwiderte sie freundlich, aber bestimmt, das müssen sie ihn schon selbst fragen. Nein! Oh Gott. Ach ja, und neun Tagebuch, einen Tag haben wir ja auch noch. Schiffszimmerer in Gefahr. Oh Gott, Level 23. Wir nähern uns langsam unserem Level. Ich muss mal wieder ein bisschen leveln. Das Abkommen mit Goldorado wurde geschlossen. Als nächstes soll Quastenfloss folgen. Doch dieses liegt inmitten des Meeres und kann nur mit einem tüchtigen Schiff erreicht werden. Zum Glück weiß Sextinius von einem begabten Schiffszimmermann in der Hafenstadt Hafenna. Hafenna, ulala. Da 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 da. My heart is in Hafenna, Hafenna, oh na na. Wie kommen wir denn da jetzt am schnellsten hin? Leute, wir gucken mal ganz kurz. Ah, da unten. Das heißt, wir könnten da jetzt hinreisen und von da aus müssen wir uns dann sowieso ein bisschen durchprügeln. Durchprügeln und durchschnetzeln. Schnitzel. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier rauf und ich glaube, dann müssen wir nach links weiter und dann, genau. Warum in aller Hölle leckt das hier gerade? Jetzt nicht mehr. Mysteriös, ich habe keinen Plan, was das gerade eben war. Kämpfen wir jetzt auch mit Roland, weil wir den gerade ausgewählt haben? Ja, wie kann ich nochmal wechseln? Ich glaube, das muss ich außerhalb gleich im Menü machen. Gut, macht ja auch nichts. Dann kämpfe ich halt den Kampf mal mit Roland. Okay, so. Dann müssten wir hier einmal in die Gruppe müssten wir dann einmal rein. Genau. Perfekt. 29 und 27 sind unsere Charaktere. Ja, ist doch schon gar nicht so schlücht, ne? Gar nicht so übel, wollte ich erst sagen. Und also übel und schlecht wird dann schlücht. Also Wortverschmelzung immer, wenn man das eine denkt, das andere sagt, und dann hat man irgendein neues Wort erfunden. Wow. Immer mit der Ruhe, Roland. Was zur Hölle? Er hat sie geblitzdingst.
Krass. Vielleicht soll ich doch mal mehr mit Roland spielen. Es ist schon cool, wie der kämpft. Ah, guck mal da hinten. Das wird wohl Herr Fenner sein, das wir da gerade eben am Horizont gesehen haben. Warum nutze ich eigentlich meine Fähigkeiten hier? Meine Güte, wir sammeln hier ein Zeugs ein. Das ist richtig übel. Aber ich würde sagen, das ist jetzt der letzte Kampf für diese Folge. Und dann kämpfe ich einfach im Offmann noch ein bisschen mich durch. Dann mache ich auch alle Kämpfe, die ich irgendwie finden kann. Dass wir einfach noch mal ein bisschen leveln. Und, da müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit dabei sein, wenn ich mich irgendwie irgendwo durchschlachte. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was uns dann in Hafenna erwartet. Ich freue mich drauf, die Stadt kennenzulernen und dann vor allen Dingen auch auf Hydropolis bzw. Quastenfloss. Und ich hoffe, wir kommen früh genug, bevor Hamna da sein böses Spiel treiben kann und auch die Herrscherin dort von dem Wächterband befreit wird, in Anführungsstrichen. Gucken wir mal. Ich würde sagen, macht's gut. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, Notta.